So, jetzt wird schon wieder ein bisschen Zeit für ein paar Panzerfahrten. Fangen wir an mit den M10 oder M10 GMC. Ist eigentlich nicht einer meiner favorisierten Panzer, obwohl er wirklich ordentlich Durchschlagskraft hat. Aber was mich stört, ist, dass das Tourette sich einfach zu langsam dreht und dass er natürlich offen ist oben. Ja, wo soll er auch sonst offen sein? Schlecht, wenn er rundherum offen wäre. Aber ich habe eben gerade ein Match gehabt, da habe ich mich ganz gut geschlagen mit dem. Oder verhältnismäßig gut geschlagen. Also ich konnte den Erstschlag ausführen, war eine Weile noch am Leben, hab noch 1, 2, 3, 4 Leute weggeholzt. So lassen wir die mal vor. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr langsam. Also im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, anderen Panzern. Steht man hier schon geschwindigkeitstechnisch hinten an. So, ständig weggeschoben und gucken wir mal, ob das klappt. Leider nicht. Sehr überzogen. Jetzt oben gar nicht mehr im Visier. Ja, versucht sich zu positionieren. Das ist blöd für mich. Ja, ist natürlich scheiße, wenn er sich wegbewegt. Das war ein anderer M10. Komme ich aber nicht ran. Jetzt wird mir Sicht blockiert. Gut, muss man mit leben. Ja, so geht es natürlich nicht hier. Oh. Okay, ich lasse den Typen erstmal hier den Vortritt. KV-1. Oh Gott, der muss weg. Will auch nicht zu lange jetzt hier an einer Stelle rumgammeln. Oder auf einer Stelle rumgammeln. Aber bin leicht heiser heute. Ich hoffe, das fällt nicht so auf. So, ja, was soll ich sagen? Vorsichtig vorbewegen. Mich komplett entblößen hier. Ich glaube, um die auf der Seite muss ich mich gar nicht kümmern, denn die sind so weit hinter den Hügeln. Wie man sieht, das zieht ziemlich nach, obwohl der komplett modifiziert ist. Und yo, da krieg ich schon in die Fresse. Aber kein schwerer Treffer, also kann ich damit leben. Ich kann jetzt auch leider nicht vorbeizischen, da schon wieder andere Fahrzeuge gekommen. Oh Gott. Der ging komplett drüber. Exakt mal gar nicht getroffen. Guck mal, ob ich jetzt einen One-Hit hinkriege. Mal ein kritischer Treffer einmal hin. Zum MG reinschießen hier. So, jetzt müsste er aber weg sein. Nein, mein Gott, was er nicht alles aufhält. Habe ich viel Munition mit, war eine Abschusshilfe. Das ist nicht toll. Ziel unbeschädigt. Ricochet! Wie ich gerade schon sagte, für mich ist das blöd hier. Aber heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Schon wieder ein NPC hier. Okay, mir soll es recht sein. Könnte ja auch ein bisschen Geld. Kritischer Treffer nur. Und der Kollege, ich glaube, der vor mir steht, der wird jetzt, yep, auch drauf zielen. Dachte ich mir doch. Oh, ich höre Bomben, ich höre Bomben. Verdammte Scheiße. Ich dachte, ich wäre weit genug weg. Das war leider nicht der Fall. Gut, wir probieren es nochmal. Ich kann nicht so gut mit Fahrzeugen, die zu klobig sind. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Muss ich mir auch eingestehen. Funktioniert bei mir überhaupt nicht. Heißt, ich nehme jetzt den anderen Weg übrigens. Ich kann nicht gut mit Fahrzeugen wie Sturmhaubitze oder Sturmgeschütz, wo einfach kein Tourette ist. Wo halt das Rohr fest ist in dem Sinne. Und hier mit den GMC.
Das ist ja nur bei dem Modell so, wo halt das Tourette sich extrem schwer für dich dreht. Obwohl. Oh. Wieso ging das vorbei? Okay, er hat gerade gefeuert. Ich sehe den TK fast nicht. Unbeschädigt, das gibt's auch nicht. Pfiuhuhu. Ganz blöd ist er nicht, bewegt sich natürlich jetzt auch weg. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Zusehen, dass ich hier schnell vorbeikomme oder ich bin hinüber. Also schade, die Runde davor war natürlich weitaus besser. Ich hätte gern da was aufgenommen, hatte da aber noch nicht die Idee dazu. Oh. Ich fahre nochmal einen Meter zurück. Oh, da ist ein Körper 1. Oh Gott, dreh doch das Tourette. Ziel unbeschädigt. Aber er hat mich nicht im Visier. Der ist schon weg. Von mal abgesehen. Aber ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder irgendein Bomber hier. Ich habe nachgeladen. Ich könnte loslegen. Wieder so ein kritischer Treffer immerhin. Mich ärgert es auch ein bisschen, ich wäre gern besser mit diesen Fahrzeugen, aber es ist mir nicht möglich. Und mit dem Fahrzeug, ach du Scheiße. Das war gar nichts. Die Artillerie, die hier reinfeuert, wird hier nicht geschossen. Ich sehe durch das ganze Gebrüdel sich jetzt gar nichts. Okay, mein Crit. Ja, komm, schnell, schnell. Oh Gott, na, lad bloß noch. Ich habe tatsächlich einen Kill gemacht. Wie sieht's auch mit dem M16? Kriege ich den noch irgendwie weg? Das wird ja nichts. Hinter dem Hügel. Jetzt vielleicht. Oh, das ist ja mal die beschissenste Position überhaupt. Einfach, dass die Geschossmasse ausreicht, um das Ding komplett zu zerlegen, aber das sieht wohl nicht so aus. Zu viel Drall. Okay, jetzt könnte es was werden. Gucken wir mal. Das wird schwierig. Na, verdammt. Ja, die Runde war ja mal richtig für den Arsch. Das war ja mal gar nichts. Ich habe den auch, also ich bin den auch schon lange nicht mehr gefahren. Den GMC hier, den M10. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr üben sollen vorher, aber das ist so ein Teil, da werde ich auch durch Üben nicht besser. Da brauche ich einfach Glück. Ich brauche hier Glück. Ja, Panzerjäger. Genauso wirkt das Teil auch, nur finde ich, für Panzerjäger ist das Ding ein bisschen zu lahm. Es sind ja nicht alle Panzerjäger lahm, oder täusche ich mich da? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass alle Panzerjäger dermaßen schwach auf der Brust waren. Also jetzt nicht in Bezug auf Feuerkraft, sondern in Bezug auf, wie sagt man, Visibilität. Gibt's das Wort? Oh. Da frage ich mich gerade, bin ich hierfür geeignet? Ich probiere es trotzdem mal. Gucken, von wo wir starten und wie viele Punkte, Spawnpunkte zur Verfügung stehen. Einer. Wir starten von der blöden Seite. Gut.
Nö, lass mich rein. Ich glaube, für mich wäre es angebracht, wenn ich außerhalb fahre, aber ich fahre vom Wasser entlang. Warte, warte, warte. Die haben sich schon ordentlich ver... Jesus! Ordentlich verkeilt. So, bitte fahren Sie vor. Oh, jetzt fahre ich halt vor. Oh mein Gott. Also wie gesagt, ich werde ganz außen lang fahren. Hoffen, dass ich hier ein bisschen was abgreifen kann. Obwohl, ich könnte natürlich auch... Ich glaube, das werde ich auch machen. Über die Brücke fahren, und zwar so schnell wie möglich hier. Ich wollte mich von der... Oh Gott. Jetzt habe ich mich... Ja, selbst gefickt, wollte ich gerade sagen. Oh mein Gott. Oh, wirklich Glück gehabt. So, also, werde mich hier ein bisschen durch die Gegend wursteln. In der Hoffnung, dass mir irgendwas vor die Flinte fährt, dass ich auch ein bisschen zeigen kann, dass das Ding wirklich ein super Geschoss ist. Also eigentlich ist es ein super, eine super Kanone, auch einfach den falschen Panzer. Meiner Meinung nach. Ich fahre ungern über Brücken. Ich hoffe einfach, hier wird es jetzt sauber sein. Da war einer. Ich versuche mich jetzt hier durch zu manövrieren. Ich darf nicht vergessen, dass da vorne Ende Gelände ist. Die Szene nebenan aus. Vielleicht ist mir die in Ordnung. So, erstmal drehen hier. Ich glaube, der Kollege hat sich mittlerweile auch weiter wieder Richtung Stadt verdünnisiert. Das sieht zumindest so aus. Ich will mich jetzt auch nicht seitlich präsentieren hier, ehrlich gesagt. Und scheiß die Wand an. Wo? Ich habe von hinten was ab. Oh, da ist er. Ich sehe den. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Oh Gott, das ist mein Ende. Da, jetzt bin ich hinüber. Oh. Vielleicht schaffe ich den ja auch noch. Jesus. Er will mich, er will mich, er will mich. Er wollte mich gehabt haben am Sein. Kritische, das rein. Aber er ist noch manövrierfähig, das ist natürlich Glück. Oh, was war das denn? Die Peschka. Warum habe ich jetzt nichts gehört? Dieser verkackte Bug. Jetzt mal im Ernst. Schon wieder nichts gehört hier. Gut, ich habe leider keinen Gutschein mehr. Jetzt gehen wir den M4 rein. Da haben sich schon viele Spieler darüber beschwert, dass sie einfach verdammt nochmal... Verdammt nochmal, mal kurz beim Flugzeug hochsteigen. Die, das Pfeifen der Bomben nicht hören, also, beziehungsweise die Bomben überhaupt hören. Und das macht natürlich schon was aus, ist klar. Wenn du keine Bomben hören kannst, dann kannst du natürlich dementsprechend auch nicht reagieren. So, die Eck will drehen. Ist mir egal, ich will eigentlich nur Wellington runterholen hier.
Oh, save my people. So, oh Gott, oh Gott. Ich hab hier Wellington noch. Sieht nicht so aus, oder? Schüsselte. Ja, Mann. Ist egal, Kamikaze. Scheiße, ey. Wenn man wieder an der Zeit, einen Panzer zu killen. Wow. 34. Wenn man wieder an der Zeit, einen Panzer zu killen. Ein Flugzeug. Offensichtlich sind sie überall und nirgends. Sie cappen. Und weil sie cappen, ist der Artillerie auf die Mütze. Auch auf meine Mütze. Scheiße. Tja, fragt man sich manchmal, wie geht das? Ich sie voll ins auf die Zwiebel. Ich habe schon wieder eine Bombe. Das wird doch nichts hier. Jetzt kommt mein Ende, jetzt kommt mein Ende, ja, mein Ende kommt. Mein Ende rollt auf mich zu. Guck mal, wie lange der auf mich zufährt. Der will mir ins Gesicht fahren. Scheiße, ich kann nicht mehr. Ja. Support the blood. Fuck. So, ich brauche mich nochmal einsteigen. Ja, Fazit. Fazit, dieser Panzer ist eigentlich überhaupt nichts für mich. Ich rede jetzt nicht von dem M4, sondern von den M10 GMC. Das ist einfach nicht, ich komme nicht klar damit. Das ist einfach so ein Teil, damit musst du dich irgendwo positionieren und halt snipen. Deswegen frage ich mich, wie kann man damit, also wie kann man das als Panzerjäger bezeichnen? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, Scharfschützenpanzer oder so. Für mich. Ich müsste mir vielleicht irgendwie mal die Mühe machen und schauen, ob ich Filmaufnahmen finde, wo dieser, zumindest in der Probe oder Manöver, dieser Panzer manövriert wird und wo er sich dann positioniert oder so. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er dafür gedacht ist, auf welchen ich jetzt benutzt habe, hier durch die, also groß durch die Gegend zu fahren und irgendwie ja, Panzer zu schießen oder so. Dafür ist einfach das Tourette zu langsam. Das dreht sich einfach zu langsam. Das ist nicht möglich, meiner Meinung nach. Aber okay, vielleicht stellen wir aber auch zu doof an. Das kann natürlich auch gut sein. Oder es ist beides möglich. Eine Kombination von beiden, das wird natürlich dann auch ein bisschen heikel. Ja, das war's dann erstmal von hier und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.